Du hast niemanden besiegt und wer was vom Boxen versteht, weiß, der Kampf war manipuliert. Wie viel hast du für die Schiebung bekommen? Du bist eine Schande für alle Farbigen. So einen Unsinn musst du einfach ignorieren. Ist das dein Ernst? Wenn du meine Frau wirst, ob dir das viel ausmacht? Ja, ich will. Danke. Du bist das Schönste, was mir in meinem verrückten Leben begegnet ist. In einem Büro kommen Sie nicht unter, weil es zu viele geeignetere Bewerber gibt als Sie. Warum wollen Sie nicht mehr boxen? Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie ein sehr guter Boxer sind. Ja. Werden Sie mal 500 Mal pro Abend im Gesicht getroffen? Das stinkt da mit der Zeit, verstehen Sie? Jetzt ist er bloß noch eine Null. Hängt bloß noch herum und tut nichts. Seit 6 Monaten schon nicht mehr. Kein Trainer, der auch nur einen Groschen wert ist, fasst den noch mit der Kneif zernagt. Was willst du eigentlich noch? Du hast doch den Meister aller Klassen das Fürchen gelehrt. Sei doch zufrieden. Vielleicht machen wir es beim nächsten Mal besser. Oder schlechter. Mann, ich hab gewonnen, aber ich hab ihn nicht besiegt. Du hast es doch wirklich nicht nötig zu boxen, um irgendwas zu beweisen. Aber sonst kann ich doch nicht. Ich will das ganz Philadelphia. Ich will das ganz Amerika. Ich will, dass die ganze Welt zusieht, wie ich diesen Mann vernichte. Und zwar in 2 Runden. Weil er nach diesem Kampf seine schäbigen Reste der Anatomie stiften kann. Aber viel wird das nicht sein. Das garantiere ich. Was halten Sie davon? Gehst jetzt rüber und verträgst dich mit ihm. Nein, das mache ich nicht. Wenn er blind wird, macht dir das nichts aus, aber mir. Ich nehme ihn und du nicht. Bin fast recht. Henry, was ist denn los mit dir? Mach dir erstmal keine Sorgen und schlaf so lange, wie du willst. Ich werde bei dir sein, wenn du aufwachst. Warum, in Gottes Namen? Warum willst du nicht endlich aufstehen und dem Kerl zeigen, was Sache ist, wie du es schon mal gemacht hast? Das war toll, war das! Da wäre schon was du für mich tun könntest. Was denn? Komm mal näher. Besieg ihn. Was? Gewinne! Gewinne! Dann wollen wir jetzt mal nicht mehr lange rumfackeln. Wir haben schon zu viel Zeit verplempert. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his. It was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls. Im Juni 1979 kam Rocky II in die US-amerikanischen Kinos. In einigen Ländern wurde der Film unter dem Titel Rocky II – The Redemption veröffentlicht. In den westdeutschen Kinos war der Film erst Ende Februar 1980 in den Lichtspielhäusern zu sehen, also ziemlich spät. In Island und in der Türkei war der Streifen sogar erst Ende 1981 endlich zu sehen. Der Film spielte weltweit ca. $200 Millionen ein und war damit im Vergleich zu einem geringen Budget von lediglich $7 Millionen, genau wie Teil 1, ein riesiger Erfolg. Dennoch konnte der Film nicht das Einspielergebnis von Rocky 1 übertreffen, der über $225 Millionen in die Kassen spülen konnte und mit seinem Budget von nur knapp $1 Million ein phänomenaler Erfolg war, mit 3 Oscars ausgezeichnet wurde und sowohl von Zuschauern wie Kritikern gleichermaßen gelobt wurde. Nach seinem Erfolg mit Rocky, für welchen Sylvester Stallone selbst das Drehbuch geschrieben hatte, versuchte Sly seine Karriere nun zu festigen. So drehte er für das Filmstudio United Artists, mit welchem er auch Rocky umgesetzt hatte, 1978 das Gewerkschaftsdrama Fist, ein Mann geht seinen Weg, der aber mit lediglich $20 Millionen Einspiel bei einem Budget von $10 Millionen weit hinter den Erwartungen des Filmstudios zurückgeblieben war. Danach drehte Sly für Universal Pictures das Aufstiegsdrama Forth zum Paradies. Hier führte er zum allerersten Mal selbst Regie und schrieb zudem selbst das Drehbuch, welches er noch vor Rocky geschrieben hatte. Bei seinem ersten Treffen mit den Rocky-Produzenten legte Sly ihnen zunächst das Drehbuch zu Forth zum Paradies vor.
Da nach Slys Aussagen aber noch eine weitere Person eine Option auf das Drehbuch hatte und dieser Produzent zu diesem Zeitpunkt nicht darauf verzichten wollte, war Sly gezwungen, sich eine völlig neue Geschichte zu überlegen. Und so entstand Rocky. Jetzt aber, nach seinem ersten großen Erfolg, konnte er Vorhof zum Paradies umsetzen. Der Film erschien ebenfalls im Jahr 1978 und wurde von Kritikern vornehmlich zerrissen und mit einem Einspiel von lediglich knapp 7 Millionen Dollar war der Film ein weiterer Misserfolg. Sly sah sich nun der Situation ausgesetzt, vielleicht nur ein One-Hit-Wonder zu werden und so ruhte alle seine Hoffnung in der Figur, die ihm den Durchbruch ermöglichte und so begann Sly seine Arbeit an Rocky 2. Sly ging in Verhandlungen, was seine Bezahlung anging. Hatte er für sein Drehbuch und das Spielen der Hauptrolle für Teil 1 lediglich 75.000 Dollar verdient, so verlangte Sly nun 1 Million Dollar, plus 5% an den Einnahmen. Auf diese Forderung wollte das Studio aber auf keinen Fall eingehen, so dass sich die Verhandlungen zogen. Wie das Schicksal aber nun so wollte, verließen die zu diesem Zeitpunkt Verantwortlichen von United Artists das Studio, um zusammen Orion Pictures zu gründen. Daraufhin rückten neue Personen bei United Artists auf die verantwortlichen Positionen und diese waren etwas offener und so soll Sly sogar etwas mehr als seine gewünschten 1 Million Dollar herausgeschlagen haben. Genau wie für Teil 1 schrieb Sly auch das Drehbuch für Rocky 2. Da schon Teil 1 sehr nah an Slys eigenen Leben und Erfahrungen angelehnt war, entschied er sich bei Teil 2 genauso vorzugehen. Und das macht absolut Sinn. Durch Rocky wurde Sly ein Superstar. Seinen Namen kannte man. Und er hat sicherlich ähnlich wie Rocky im Film auch die Vorzüge genossen, zum ersten Mal Geld zu haben und in Hollywood Beachtung zu erfahren. Und wie Rocky selbst, sicher auch weitere Schattenseiten der Industrie erlebt. So floss mit dem Schreiben zu Rocky 2, kann ich mir vorstellen, ein natürliches Maß an eigener Erfahrung und Erlebnisse mit ein. Für viele stand eigentlich fest, dass Regisseur John Avildsen wieder den Film inszenieren würde. Der steckte aber schon voll in der Vorproduktion zu Saturday Night Fever, den er dann doch nicht drehte. Außerdem gab es kreative Differenzen zwischen Stallone und Avildsen. Der Regisseur hätte den Film gerne düsterer inszeniert. Er wollte Rocky völlig abstürzen und Drogen nehmen lassen, was Sly als völlig absurd empfand. Deswegen dachte sich Sly, dass er dann am liebsten selber Regie führen wollte. United Artists war wenig begeistert, da Sly wenig Erfahrung hatte und sein einziger Film, bei dem er Regie geführt hatte, Vorhof zum Paradies, ein Flop gewesen war. Die Produzenten Chartoff und Winkler, die Sly aber von Anfang an unterstützt hatten und mitverantwortlich waren, dass man Rocky 1 überhaupt erst drehen konnte, standen voll hinter Sly und sprachen sich für ihn aus, so dass man schließlich das Risiko wagte und den hungrigen Filmemacher Regie führen ließ. Der Film setzt genau im finalen Höhepunkt des ersten Teils ein, was ein Markenzeichen für die nachfolgenden Filme werden sollte. Nachdem man noch einmal den Höhepunkt aus Rocky 1 gesehen hat, sehen wir einen Krankenwagen, der Rocky ins Krankenhaus fährt, während die Eröffnungscredits laufen. Im Krankenhaus wird auch Apollo Creed eingeliefert, der Rocky noch im Rollstuhl sitzend eine weitere Herausforderung zu einem Kampf ausspricht. Rocky lehnt aber unbeeindruckt ab und verkündet tatsächlich indirekt, nicht mehr in den Ring zurückkehren zu wollen. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus macht Rocky seiner Adrian sogleich einen Heiratsantrag, welchen Adrian annimmt. Beide heiraten nun und Rocky genießt seinen neuen Reichtum und kauft für sich und Adrian ein neues Haus, ein Auto und andere Luxusgüter. Zudem stellt sich heraus, dass Adrian schwanger ist. Rocky ist so glücklich wie noch nie. Dagegen leidet Apollo extrem unter dem Kampf. Sich innerlich wieder Verlierer fühlend, obwohl er gewonnen hat, und von Boxfans zudem als Schande verschrien, da ihn ein Unbekannter fast den Titel abgenommen hat. Apollo will sich und der Welt unbedingt beweisen, dass er der bessere Mann ist und Rocky klar besiegen. Deswegen startet er eine mediale Hetzjagd gegen Rocky, um diesen zu provozieren. Derweil läuft es für Rocky auch nicht mehr so gut. Zum einen fehlt ihm das Boxen und zum anderen geht sein Plan, mit seinem Namen durch Werbung Geld zu verdienen, nicht auf, da ihm das Talent dafür zu fehlen scheint. Rocky fängt an, im Schlachthaus zu arbeiten, in welchem eigentlich Pauly gearbeitet hatte und wird immer unzufriedener mit seinem Leben. Nach weiteren medialen Provokationen gegenüber Rocky entschließen er und Mickey sich dann doch den Rückkampf anzunehmen, obwohl Mickey bis zu diesem Zeitpunkt dagegen war, da Rockys Auge im ersten Kampf schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Einzig Adrian ist strikt gegen den Kampf, da sie Angst um ihren Mann hat. Deswegen ist Rocky mental blockiert und kann nicht richtig ins Training einsteigen. Als Pauly dies bemerkt, will er Adrian dazu bringen, sich mit Rocky auszusöhnen und ihn zu unterstützen. Die beiden streiten sich aber, wobei die hochschwangere Adrian zusammenbricht. In einer Notoperation wird Adrians Baby auf die Welt geholt, aber Adrian fällt ins Koma. Rocky ist verzweifelt
und wacht tagelang an Adrians Bett. Zur absoluten Freude aller wacht Adrian aber aus dem Koma auf und sie und Rocky sehen zum allerersten Mal gemeinsam ihr Baby. Dabei bittet sie Rocky schließlich um einen Gefallen. Gewinne. Abgesehen von Rockys und Adrians Sohn gibt es im Film keine neuen Figuren. Übrigens ist das Baby, welches Rockys Sohn darstellt, tatsächlich Slys eigener Sohn gewesen. Zudem kehrten alle bekannten Darsteller aus Teil 1 zurück. Allerdings hatte Darsteller Brad Young während der 2 Jahre zwischen Teil 1 und 2 sehr viel Gewicht verloren. Deswegen fügte Sly kurze Dialoge ein, indem man auf Paulys Gewichtsverlust einging. Beim Training in Vorbereitung auf den Film riss sich Sly beim Bankdrücken den rechten Brustmuskel. Deswegen musste sich Sly einer Operation unterziehen, um den Muskel zu reparieren. Damit einher gingen Veränderungen am Drehbuch. Der ganze Plot um Mickeys Wunsch, dass Rocky für den Fight seine Kampfausrichtung ändern soll, kam nur aufgrund seiner Verletzung ins Drehbuch, da Sly seine rechte Seite nicht voll benutzen konnte. Wenn man sich den Kampf dies wissend ansieht, fällt einem das ganz stark auf. Rocky allgemein kassiert ja fast immer nur Schläge und wenn er da mal zurückschlägt, dann nur mit seiner linken. Als am Ende der zweiten Kampfrunde der Gong ertönt und Rocky und Apollo sich streiten, schubsen und pöbeln, werden sie von ihren Leuten aus der Ecke zurückgehalten. Tatsächlich waren das echte Reaktionen, da Carl Weathers, der Apollo spielt, anscheinend die monatelang einstudierte Choreografie irgendwie durcheinander brachte und Sly einige echte, harte Treffer kassierte. Daraufhin fingen beide an zu streiten. Sly fand die Reaktion dann aber im Nachhinein auf Film so gut, dass er sich entschloss, das im Film zu behalten. Für das Ende des Films wurde eigentlich eine ganz andere Version gedreht. In dieser befinden sich Paulie und Adrian in der Arena. In der 15. Runde bahnt sich Adrian während des letzten Schlagabtausches zwischen Apollo und Rocky ihren Weg durch die Menge zum Ring. Nach dem Sieg von Rocky wird Adrian mit der Menschenmenge in den Ring getrieben, wo sie Rocky in die Arme fällt, welcher sie dann auf seinen Arm trägt und sie dann den Weltmeistergürtel in die Luft hebt. Dieses Ende wurde gedreht und es existiert zum Beweis noch ein paar Bilder. Warum das Ende dann aber geändert wurde, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich fanden die Produzenten das Ende zu ähnlich mit dem ersten Teil, so dass man es ändern sollte. Dann war aber auch noch Darstellerin Talia Shire während des Nachdrehs mit den Dreharbeiten zum Film Prophezeiung beschäftigt, so dass Sly sich jenes Ende ausdenken musste, in welchem Adrian überhaupt nicht beim Kampf dabei war, sondern diesen vor dem Fernseher verfolgt. Diese Szene konnte man dann nämlich viel später drehen. Letztlich sollte Sly 8 Monate mit dem Schneiden an dem ganzen Kampf verbringen, bis er schließlich zufrieden damit war. Und tatsächlich kann das Endresultat sich sehen lassen. Der Kampf ist heute noch extrem sehenswert. Sehr gut geschnitten, die Musik von Bill Conti ist fantastisch, aber zu dem Thema gleich mehr. Und besonders der spannende Höhepunkt ist immer wieder gleichermaßen spektakulär. Sicherlich hat man sich schon hier längst von der im ersten Film noch teilweise vorhandenen Glaubhaftigkeit verabschiedet und präsentiert hier einen waschechten Filmkampf. Und Rocky 3 und 4 sollten völlig außer Kontrolle geraten. Ich persönlich mag den Kampf aus Teil 2 heute wohl am liebsten. Auch bei den Szenen für die Trainingsmontage war die vorhin erwähnte Verletzung Slys problematisch. Aber Sly zog zum Beispiel das Gewichtheben für diese Szene unter Schmerzen trotzdem durch. Gedreht wurde vom Oktober 1978 bis Januar 1979. Im Wesentlichen sieht man abseits der neuen Sets und Locations alle bekannten Orte aus Teil 1 wieder. Dass das Budget hier nun sehr viel höher war, merkt man eher schleichend. Zu Anfang hat der Film immer noch diesen Low-Budget-Flair. Als aber Rocky anfängt, sich Klamotten, ein Auto und ein Haus zu kaufen, merkt man, dass hier sehr viel mehr Mittel vorhanden waren. Wenn man einfach nur die beiden Büros vergleicht, in denen wir Apollo in Teil 1 und 2 sitzen sehen, seinen Trainingspalast, die Laufszenen mit den vielen Kindern und am Ende den Kampf selbst, der diesmal tatsächlich mit vielen Statisten gedreht wurde. Musste man in Teil 1 noch betrügen, indem man Publikum aus einem echten Boxkampf reinschnitt und die Halle vom Inneren des Ringes dunkel ausleuchtete, damit man nicht erkennen konnte, dass da in Wirklichkeit keine Menschen sitzen, so konnte man in Rocky 2 viel mehr mit der Kamera machen. Der Film wirkt also allgemein viel hochwertiger gedreht. Ursprünglich hatte man Sly ein Budget von lediglich nur $3 Millionen gegeben, was er dann aber deutlich überziehen sollte, da er unter anderem auf technische Extravaganzen wie Zeitlupenkameras bestand, so dass Rocky 2 letztlich auf seine $7 Millionen Budget kam. Für die Laufszene durch Philadelphia holte man 800 Kinder, die Sly hinterherliefen und ihn bis zu den Museumstreppen begleiteten. Was wir, die ja nicht in Philadelphia leben, natürlich nicht bemerken, ist, dass die Strecke, die Rocky von seinem Haus zu besagter Treppe zu Fuß zurücklegt, völlig ohne Sinn ist.
Offensichtlich ist die Montage nicht als ernsthaftes Training zu verstehen. Es sind nur ein paar Szenen, die aneinandergereiht sind, sodass Gone of Liner spielen kann und Rocky an der Spitze der Stufen des Kunstmuseums enden kann. Denn wenn er tatsächlich diese Strecke laufen würde, wie sie im Film gezeigt wird, wäre Rocky nicht nur Boxer, sondern auch Marathonläufer. Zum Vergleich, ein Muhammad Ali lief beim Lauftraining gerne knapp 5 Kilometer. Rocky dagegen würde mal soeben 48 Kilometer zurücklegen. Aus diesem kleinen Funfact hat sich schließlich ein jährlicher Marathon entwickelt, der Rocky Run, der jährlich in Philadelphia stattfindet. Aber hier werden nur 16 Kilometer gelaufen. Denn es gibt eben nur einen Rocky. Bill Conti kehrt erneut zurück und ist verantwortlich für den Soundtrack des Films. Mit dem ersten Rocky-Film und seinem Gonna Fly Now hat Bill sicherlich eines der größten Filmmusikthemen aller Zeiten komponiert. Das eindringliche Stück ist sicherlich heute in jedem Fitnessstudio, Gym oder in MP3-Form draußen beim Laufen zur Hymne geworden. Wenn man bedenkt, dass Bill für Teil 1 auch nur sehr begrenzte Mittel zur Verfügung hatte, um einen guten Score zu komponieren, ist es schon unglaublich, was der Mann da gezaubert hat. Die Musik in Rocky 1 ist wesentlicher Bestandteil seines Erfolges. Für Teil 2 hatte Bill nun sehr viel mehr Spielraum zur Verfügung. Was aber zuerst einmal auffällt, ist, dass viel Musik aus Teil 1 auch seinen Weg in die Fortsetzung gefunden hat. Sicherlich eine richtige Entscheidung, da beide Filme dadurch einfach noch mehr zusammen harmonieren. Es fällt schon auf, dass, wenn man sich mal den Soundtrack zum zweiten Teil ansieht, sehr wenige Stücke zu finden sind. Lediglich 8 Titel finden sich auf der CD, mit einer Laufzeit von nur knapp 35 Minuten. So hört man, während die Credits laufen, am Anfang das Stück Redemption, das sehr nett ist und in dem man den 70er-Jahre-Einfluss genau hört. Dann gibt es eine neue Version von Gonna Fly Now, das hier etwas schneller ist und von einem Kinderchor untermalt ist, was natürlich zur Laufszene bestens passt. Wobei mir persönlich das Original etwas besser gefällt. Das Stück Conquest ist die Untermalung zum großen Boxkampf und sicherlich das Highlight des Soundtracks. Bill Conti schöpft hier aus dem Vollen und die Dramatik kommt hier auch musikalisch absolut zur Geltung. Auch heute noch großartig. Mit Vigil haben wir das emotionalste Stück des Films, welches gespielt wird, als Rocky an Adrians Bett wacht, während sie im Koma liegt. Extrem gefühlvoll und auch eines der Stücke, welches in allen folgenden Filmen immer wieder auftauchen sollte. Dann gibt es noch mit All of My Life einen schmissigen 70er-Jahre-Song, gefolgt von der Rocky-Fanfare, gepaart mit dem Stück Going the Distance, welche aus Teil 1 stammen und zur Untermalung dienen, wenn Rocky 2 zu Anfang noch einmal in den ersten Film einsteigt. Mit Two Kinds of Love gibt es einen Song von Slys Bruder Frank zu hören, welchen es im Film zu hören gibt, als Rocky und Adrian nach ihrer Hochzeit nach Hause laufen und beide an Straßenmusikern vorbeikommen, von denen einer Frank ist, der dann mit seinen Sangesbrüdern für Adrian und Rocky dieses Lied anstimmt. Zum Schluss gibt es noch einen Titel mit dem Namen All of My Life, welches im Wesentlichen eine Piano-Version von Vigil ist, welche aber durch das Piano eine ganz andere emotionale Kraft entwickelt und wirklich schön ist. Zusammengefasst sollte man Rocky 1 und 2 musikalisch als Gesamtwerk sehen, da Teil 2 im Film einige Klänge aus Teil 1 besitzt, was dann nun einmal erklärt, warum auf dem Soundtrack recht wenige neue Stücke sind. Man muss aber sagen, dass fast alle neuen Kompositionen von Bill klasse sind. Ich habe beide Soundtracks auf meinem Smartphone und wenn man sie zusammenhört, ist das wirklich ein musikalischer Leckerbissen. Jahrelang war Rocky 2 in Deutschland nur gekürzt erhältlich und kaum einer scheint es bemerkt zu haben. Erst bei der 2009 erschienenen Blu-ray wunderten sich einige Käufer, warum manche Dialogszenen plötzlich zwischendrin ein paar Sätze nur im englischen O-Ton mit Untertiteln enthielten. Knapp 2 Minuten hatte man seinerzeit herausgeschnitten. Warum, weiß keiner. Es handelt sich um ganz unwesentliche Dialogszenen. Trotzdem ist sowas immer ärgerlich. Wer den Film also in seiner vollen Länge haben will, muss auf die Blu-ray umsatteln. Vielleicht ist es noch interessant zu wissen, dass in Rocky 1 und 2 Schauspieler Jürgen Prochnow Sylvester Stallone synchronisiert hat. Für diejenigen, die Jürgen nicht kennen, er wurde 1981 als der Kommandant auf Wolfgang Petersens Das Boot weltbekannt. Jürgen sprach Sly auch in Fist und Vorhof zum Paradies. Jürgen war dann zufälligerweise 1995 an der Seite von Sly im Film Judge Dredd zu sehen. Erst mit dem Film Flucht oder Sieg wurde Thomas Danneberg Slys fester Synchronsprecher.
Rocky 2 ist eine für mich sehr gute Weitererzählung des ersten Teils, der gekonnt die Stärken des Erstlings ausspielt und besonders in dem Boxkampf Slice Talent zeigt, mitreißend inszenieren zu können. Was Rocky 2 perfekt schafft, ist es das Gefühl zu vermitteln, dass wenn man Rocky 1 und 2 zusammenschneidet, einen fast homogen zusammengehörenden Film zu haben. Die Sets, Schauspieler und der Ton stimmen fast hundertprozentig überein. Okay, man merkt die 2 Jahre dazwischen an Burt Youngs Gewichtsverlust oder an Talia Shires veränderter Frisur zu Anfang von Teil 2. Aber im Großen und Ganzen funktioniert der Übergang. Die Story macht durchaus Sinn, auch wenn natürlich ein wenig von dem Underdog-Aspekt, der Teil 1 so klasse gemacht hat, verloren gegangen ist, da Rocky jetzt nun mal zumindest etwas von seinem Verlierer-Image verloren hat. Der Film stellt ihn in eine ganz andere Situation. Rocky muss nun eine Familie versorgen, versagt für sich selbst aber immer wieder dabei und fühlt sich in seiner Männlichkeit verletzt und bedroht. Er hat das Gefühl, wieder da anzukommen, wo er angefangen hat. Und jeder Mensch kann wohl nachvollziehen, welche Angst einem so etwas macht. Keine Arbeit bekommen, die Familie nicht versorgen können, in den Augen anderer Menschen als Versager zu gelten. Diese Angst und Situation sind auch 40 Jahre später immer noch die Dinge, mit welchen sich Menschen jeden Tag auf der ganzen Welt auseinandersetzen müssen. Deswegen funktioniert der Film in diesem Bereich immer noch genauso gut wie vor 40 Jahren. Rocky war und ist einer von uns. Was ich etwas kritischer sehe, ist das etwas schwülstige Kapitel, in dem Adrian ins Koma fällt, welches es für mich nicht gebraucht hätte, weil das den Film irgendwie unnatürlich ausbremst. Einzig die hervorragend von Burgess Meredith gespielte Szene in der Kirche, wo er Rocky motivieren will, ist hier für mich sehenswert, auch wenn das etwas gegen die Natur der Figur geht. Auch hätte ich gerne etwas mehr von Apollo Creed gesehen, der hier gerade im zweiten Teil in seinen wenigen Szenen extrem gut ist. Seine Motivation, Frust und sein riesiger Ehrgeiz sind förmlich spürbar. Carl Weathers war auch schon im ersten Teil ein Showstealer, konnte aber schauspielerisch nicht sehr viel zeigen, da der Charakter Apollo extrem von sich überzeugt war. Hier nun darf Carl etwas mehr Facetten in Apollo bringen und ich hätte ehrlich gesagt gerne noch mehr davon gesehen. Die Liebesgeschichte zwischen Rocky und Adrian funktioniert erneut blendend. Die Chemie zwischen Sly und Talia war immer extrem stark und abgesehen von dem Melodram am Ende mit dem Koma und dem gedichteschreibenden Rocky empfand ich auch ihre Geschichte immer als sinnvolle Weiterführung von Teil 1. Einzig Burt Young als Pauly darf ziemlich wenig zeigen und ist ehrlich gesagt völlig nutzlos als Figur. Pauly hatte es sowieso immer etwas schwierig als Figur in den Filmen und ich bin der Meinung, dass Burt erst mit Teil 6 Rocky Balboa wirklich mal eine echte Bewandtnis und Tiefe in einen der Filme bringen konnte. Sylvester Stallone selbst spielt Rocky erneut hervorragend. Was ja Rocky ins Drehbuch geschrieben hat, ist, wie ich schon erwähnte, sicherlich sehr autobiografisch. Er zeigt Rocky Balboa als gerne groß, der mit Geld nur um sich wirft, was eine deutliche Kritik an seinem eigenen Verhalten darstellt. Denn nach dem Erfolg mit Rocky schien dieser Sly etwas zu Kopf zu steigen. So soll er zum Beispiel äußerst negativ über Kollegen wie Marlon Brando gesprochen haben und leistete sich allerlei Starallüren. Andererseits präsentiert er auch die Schattenseiten des Ruhms. Wenn Rocky am Krankenbett einer Mutter, einem für ihn völlig fremden Kind, ein Autogramm mit persönlicher Widmung geben soll. Leute versuchen sich an Rocky zu bereichern. Gelungen dabei die Szene, in der man versucht, einen Werbespot mit Rocky zu drehen und Rocky sich vor der Kamera in einem lächerlichen Kostüm quasi verkaufen soll. Sly scheint wohl damals auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden zu sein und dasselbe hat er dann auch mit Rocky getan. Sylvester Stallone hat mal in einem Interview Rocky 2 selbst 7,5 von möglichen 10 Punkten gegeben. Und seine Einschätzung finde ich absolut zutreffend. Rocky 2 ist eine gute Fortsetzung, die gekonnt all die Stärken des Erstlings aufbietet, aber der ordentlichen Story keine großen Überraschungen oder Wendungen verleihen kann. Ab einem bestimmten Punkt spielt der Film einfach auf sicher, weil er dem Zuschauer vom Altbekannten etwas mehr und dieses etwas besser gedreht bietet. Beispielsweise die Trainingssequenzen oder der Boxkampf. Dagegen ist nichts auszusetzen und ich finde Rocky 2 ist nach wie vor eine sehr gute Fortsetzung. Wenn Sylvester etwas den Kitsch runtergefahren hätte, Apollo Creed etwas mehr Screentime verpasst hätte und dem Film etwas Laufzeit genommen hätte, da ich die knapp 120 Minuten etwas zu lang empfinde, wäre Rocky 2 noch wesentlich besser ausgefallen. Trotz allem ist der Film für Fans des ersten Teils absolute Pflicht, weil Teil 2 genug Gründe aufbietet, diesen Film zu mögen. Die Darsteller, die Musik, die Trainingssequenzen und der große Boxkampf sind immer noch heute eine Sichtung wert. Für mich ist Rocky auch in der zweiten Runde ein Volltreffer.
liebe dich.